Herzlich willkommen bei Wirtschaft konkret, dem Wirtschaftsmagazin für Südhessen. Passend zu den Sommerferien machen wir heute mit Ihnen einen Ausflug ans Meer. Vorher richten wir den Blick aber noch etwas weiter auf den Horizont. Denn es geht um die Zukunft junger Menschen. Wenn man kleine Jungs fragt, was sie mal werden wollen, dann kommt neben Feuerwehrmann und Astronaut immer auch der Fußballer als Antwort. Doch auf dem Weg zur großen Karriere liegen einige Stolpersteine, Verletzungspech zum Beispiel. Deshalb ist es umso wichtiger, wenn junge Sportler noch einen Plan B fürs Leben haben. Das finden auch der SV Darmstadt 98 und die IHK Darmstadt. Sie haben Nachwuchstalenten einen Tag lang spannende Berufs- und Ausbildungsmodelle vorgestellt. Lukas Batschow und Timo Albert über das Tor zur Zukunft. Der Traum vom Profifußball. Für diese Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SV Darmstadt 98 könnte er eines Tages Wirklichkeit werden. Doch der Wettbewerb ist hart und längst nicht für alle wird es reichen. Da machen sich auch die Darmstädter Nachwuchshoffnungen keine Illusionen. Traum auf jeden Fall. Man sollte ja auch bodenständig bleiben und ein bisschen noch realistisch. Und vor allem bei uns im NLZ ist es so, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr wenige Spieler, bis auch, glaube ich, kaum welche gibt, die auch aus dem eigenen Nachwuchs aus Darmstadt hochkommen. Jedoch ist der Traum natürlich da und natürlich werden wir alles geben, ich natürlich auch. Nur 5% der Spieler aus der Juniorenbundesliga schaffen es pro Jahrgang tatsächlich in den Profibereich. Für die anderen gilt wohl dem, der sich frühzeitig um eine Alternative bemüht hat. Die Darmstädter Lilien sind sich dabei ihrer Verantwortung bewusst. Wir denken ja weiter, wir haben ja den Auftrag, die Jungs nicht nur sportartspezifisch auszubilden im Fußball, sondern auch aufs Leben vorzubereiten. Und das ist nicht immer nur der Profifußball, rein statistisch schon. Und da ist es eine tolle Sache hier, das Engagement hier der IHK mit den vielen Referenten, mit den vielen Botschaftern, dass den jungen Leuten eine Perspektive aufgezeigt wird, welche Talente sie denn noch eventuell haben. Das Tor zur Zukunft für die Jugendlichen offen halten. Darum ging es bei der gemeinsamen, von der IHK Darmstadt, den Lilien und der Software AG ausgerichteten Infoveranstaltung für etwa 50 Juniorenspieler der U16 und U17. Praxisnah präsentierten junge Azubis als IHK-Ausbildungsbotschafter ihre Berufe. Außerdem wurden die Themenschwerpunkte unterschiedlicher Studiengänge und die Möglichkeit des dualen Studiums vorgestellt, um den Jugendlichen erste Anregungen für ihre Berufswahl zu bieten. Realistisch betrachtet glauben wir nicht, dass sie ihren Traumberuf jetzt finden, einfach weil das so eine schwierige Entscheidung ist, aber dass sie vielleicht ein paar erste Impulse kennenlernen, auch ein bisschen mehr Details erfahren. Was ist zum Beispiel eine Kauffrau für Büromanagement? Was macht man da? Den Begriff hat man vielleicht schon gehört, aber weiß nicht, was es genau bedeutet. Also erste Impulse zur besseren Orientierung dann später. Einen Plan B in der Tasche zu haben, nicht nur für all diejenigen, die den Sprung in den Profibereich nicht schaffen, ist das unerlässlich. Auch wer mit Fußball eines Tages sein Geld verdienen kann, wird das nur einige Jahre tun. Die Karriere nach der Karriere ist deutlich länger als das eigentliche Profidasein selbst. Auch dafür ist es wichtig, eine Grundlage gelegt zu haben. Infoveranstaltungen wie das Tor zur Zukunft können damit so oder so ein wichtiger Baustein für den weiteren Lebensweg dieser Jungs sein. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Beitrag aus dem letzten Sommer, in dem wir Ihnen das neue Wimmelbuch für die Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar und bei der Gelegenheit auch gleich noch dessen Illustrator, den Darmstädter Björn Petolft, vorgestellt haben. Und weil das Wimmelbuch bei den Menschen so gut ankam, hat die IHK Darmstadt noch einen draufgepackt. In einem spannenden Wettbewerb waren diesmal Kindergartenkinder gefragt, Bilder und Collagen zum Thema Freizeit und Urlaub in unserer Region einzureichen. Der erste Preis ging dabei an die Kita Eiche in Oberramstadt. Ein Ausflug ins berühmte Felsenmeer im Odenwald. Michael Heide war dabei. Einmal im berühmten Odenwälder Felsenmeer baden. Oder besser gesagt, auf den riesigen Steinen herumklettern, ganz oben mal ein kleines Päuschen machen oder auch einfach nur die schöne Aussicht genießen. All das und noch viel mehr konnten die Kinder der Kita Eiche Ober-Ramstadt erleben. Und das Beste,
Die Kinder, ihre Eltern und die Erzieherinnen mussten sich um nichts kümmern. Schließlich waren sie die großen Gewinner des Wimmelbildwettbewerbs der IHK Darmstadt, die den Ausflug komplett organisierte. Aber der Reihe nach. Bevor es auf große Fahrt ging, erstmal die feierliche Preisübergabe in der Kita Eiche. Mit diesem wunderschönen Wimmelbild hatte sich die Kindertagesstätte in Oberramstadt gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Kita-Leiterin Martina Knöß erklärt das preisgekrönte Meisterwerk. Da sieht man ganz viele Sachen, die auch in dem Wimmelbuch von der Region hier zu sehen sind. So der Bog in Darmstadt, der war uns ganz wichtig, den kannten ganz viele Kinder. Wir haben das Heinerfest gemalt, das ja auch jetzt bald wieder hier stattfindet. Und was natürlich ganz, ganz wichtig bei unseren Kindern war, sind die Darmstädter Fußballlilien, die ja letztes Jahr aufgestiegen sind. Und das ist natürlich auch hier in Oberramstadt ein Riesenhype. Und meine Kollegin deutet gerade drauf, da hat jemand den berühmten, kann man ja fast sagen, Spieler Strohengel gemalt, in Form von einem Engel. Klar, so ein Malwettbewerb ist lustig und die Kinder haben ihren Spaß daran. Und dennoch hat das Ganze auch einen ernsthaften Hintergrund. Das ist ein Produkt unseres Formats Willkommenskultur. Hintergrund ist, dass wir glauben, dass auch unsere Region vom Zuzug junger Fachkräfte profitieren kann. Und junge Fachkräfte sollen ja auch attraktive Wohnorte vorfinden. Und diese attraktiven Wohnorte sollen sich ja auch gegenüber ihren Neubürgern gut darstellen. Und unsere Idee war es, dass wir den Kommunen anbieten, ein Wimmelbuch zu machen über die 5 Teilregionen unseres IHK-Bezirks. Und das ist auch sehr gut angekommen bei den Kommunen. Also wir haben mehrere tausend Wimmelbücher verkauft an die Kommunen, die ihre Neubürger ausgeben. Und dann ist uns die Idee gekommen, dass die wichtigsten Neubürger ja eigentlich die Kinder der Neuzuziehenden sind. Und wo erreicht man die? In den Kindergärten. Und deshalb haben wir diesen Malwettbewerb ausgeschrieben. Also nichts wie rein in den bereits wartenden Bus. Und ab ans Meer, also ans Felsenmeer, wo man zwar nicht baden, aber wie gesagt wunderbar kraxeln kann. Das war aber noch lange nicht alles. Um den rund 50 Kindern, Eltern und Erziehern der Kita Eiche einen wirklich unvergesslichen Tag zu bieten, hatten 2 sogenannte Geopark-Ranger lustige und spannende Spiele und Aufgaben vorbereitet. So wie hier, als es darum ging, eine Kugelbahn zu bauen. Einmal von ganz oben nach ganz unten soll die Kugel den Hang runterkullern. Ein paar Fehlversuche, doch dann hat es tatsächlich auch geklappt. Nächste Aufgabe, ein Suchspiel. Was gehört nicht in den Wald? Ja, und auch da ließen sich die Kids natürlich nichts vormachen. So eine Metalltasse gehört zum Beispiel nicht hierher. Ja, und auch ein Handy hat doch hier eigentlich nichts verloren, schlossen die Kinder messerscharf. Am Schluss waren sich jedenfalls alle einig, so ein Ausflug ans Felsenmeer ist eine ganz feine Sache. Die Teilnahme am IHK-Wimmelbildwettbewerb hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war's von Wirtschaft konkret. Am 5. September sind wir mit 9 Themen für Sie zur Stelle. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Sommer.